Anita Bartlechner eröffnete ihre neue Gesangsschule Voication in Kirchweidach. Was steckt hinter diesem Namen? Es ist auf dem Markt gar nicht so einfach, einen Gesangslehrer zu finden, der einen im Pop-Rock-Business wirklich seriös begleiten kann. Und natürlich habe ich als Person natürlich über die Jahre viele ja, große Stars, Grammy-Gewinner, Echo-Gewinner gecoacht. Jetzt war die Idee, wie kann man diese Fähigkeiten oder dieses Know-how an andere Menschen weitergeben? Und das habe ich mir in den letzten 20 Jahren zur Aufgabe gemacht und letztendlich dann eben in eine Ausbildung verpackt und auf ein wissenschaftlich fundiertes Fundament gestellt, um das anderen Coaches eben zu vermitteln und weiterzugeben, sodass sie es dann wiederum an Sänger und Sängerinnen, egal ob jetzt Hobbysänger oder Fortgeschrittener, weitergeben können. Also an erster Stelle möchte ich mich beim Hansi bedanken. Erstens, weil er immer zu mir steht, in jeder Situation, weil er mir das alles ermöglicht hat, weil er immer da ist, wenn ich gerade nicht da bin, für die Kinder Zeit hat und einfach der Beste ist, den es gibt. Da möchte ich mich ja ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr auch immer zu mir steht und mir hin und wieder ein bisschen unterstützt habt beim Lernen. Also ohne meine Eltern ganz wahrscheinlich gar nicht, weil natürlich mein Mann sehr viel unterwegs ist mit der Firma. Und ich auch oft unterwegs bin mit meinen Bands oder mit Voication. Also ganz herzlichen Dank, Mama und Papa, dass ihr immer für mich da seid oder beziehungsweise für meine vier Kinder. Ein herzliches Dankeschön an meine Schwiegermama, an die Gisela Bartlechner, die natürlich auch, wenn Not am Mann ist, wenn meine Mama nicht Zeit hat, die Kinder mal nimmt und diese Rabauken, gell? Und die mir natürlich das auch ermöglicht hat, dass ich da diese Lagerhalle umbauen konnte und hier meinen Traum verwirklichen konnte. Also mein Traum war immer schon einfach meinen Gesang irgendwie weiterzugeben. Und Gisela und mein Mann, der Hansi, haben mir das ermöglicht, haben mir den Raum zur Verfügung gestellt, dass wir das jetzt so, wie es jetzt ist, machen haben können. Und da möchte ich jetzt als erstes noch gleich ganz herzlich begrüßen die Sängerin von den Seen, und zwar unsere liebe Sassi. Ich selber habe immer gern gesungen. Ich habe zum Manfred zuerst gerade gesagt, wie früher die Schlepper noch kein Dach gehabt haben, da habe ich meine Volkslieder geschmettert, wenn der Bullock gelaufen ist beim Hockern. Und jetzt tue ich es leider nicht mehr so, weil man keine Beine hat und ein Radio. Gell? Also nochmal herzlich, alles Gute und viel Glück und viel, dass viel Freude machen könnt, die Singer gerne. Dankeschön. Applaus für uns und Robin. Komm her zu mir. Also herzliches Dankeschön, dass du mich aufgenommen hast.
in die Voication-Familie, dass ich bei dir beim besten Vocal Coach weltweit lernen durfte und es auch jetzt weitergeben darf. Also nochmal herzliches Dankeschön und schön, dass du da bist. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, cause it seemed to understand the urgency. That you made me feel like a natural woman. You make me feel, you make me feel. You make me feel like a natural woman. Das Innigste und das Schönste und das Tollste für dein ganz, ganz tolles Gesangsstudio. Die Abendsrosse ist über euch spielt.
liebe. Ich glaube, der Hauptmehrwert, den wir so den Menschen mitgeben können, ist tatsächlich dieses Wachsen, dieses größer, besser werden, als Mensch sich verbessern, als Mensch sich entwickeln. Und ich glaube, dass die Menschen bei dir, allein mit dem, was du schon mitbringst oder was du in unsere Ausbildung schon mitgebracht hast, da an der besten Adresse sind. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und bin überzeugt, dass das ganz großartig wird. Und darf nur jeden einladen, den besten Gesangscoach in der Gegend hier aufzusuchen. Spart euch das Geld, woanders hinzugehen. She's the best. Dankeschön.